Hallo zusammen und willkommen zurück zu einem kurzen und knappen Erklärvideo. Ihr befindet euch in den ersten Tagen nach eurer Eigenhaarttransplantation und habt Risse oder Sprünge im transplantierten Bereich bemerkt? Keine Panik, dies kommt vor und ist kein Grund zur Sorge. Da ich regelmäßig nach den Rissen in der Kopfhaut nach einer Haartransplantation gefragt werde, möchte ich euch heute kurz und knapp erklären, wie es dazu kommt und was ihr dagegen tun könnt. Ähnlich wie bei zum Beispiel trockenem Wüstenboden kann sich auch trockene und spröde Kopfhaut ausdehnen. Es kommt zu Sprüngen im transplantierten Bereich. Die Haut ist dehydriert. Auf den ersten Blick sieht es so aus, als würden dort keine Haare mehr wachsen. Dies täuscht jedoch. In einem solchen Fall ist es wichtig, den transplantierten Bereich zu befeuchten und der Kopfhaut insgesamt Feuchtigkeit zu spenden. Dies geht sehr gut mit zum Beispiel einer Körperlotion, also einer Bodylotion. Ihr tragt eine dünne Schicht auf die Wundkrusten auf, sodass der gesamte transplantierte Bereich bedeckt ist. Dies kann sogar mehrmals täglich wiederholt werden. Nach ca. 10 Tagen, wenn die Wundkrusten anfangen abzufallen, zieht sich die Kopfhaut wieder zusammen und die Rillen verschwinden. Die Heilung ist dann also nach etwa 10 bis 14 Tagen abgeschlossen. Es sieht schön dicht und gleichmäßig aus. Risse oder Sprünge sind im transplantierten Areal nicht mehr zu sehen. Um keins meiner Videos zum Thema Haartransplantation und Haarausfall zu verpassen, könnt ihr jetzt gerne meinen Kanal abonnieren. Bis zum nächsten Video.